Sie sehen schon alle, also da sind jetzt Jugendliche, die ganz selbstverständlich, also nicht nur von Bahnsachen sprechen, das ist ja auch ein Spezialthema für sich, sondern von APIs und so weiter oder von Marudor. Marudor ist ein echter Mensch, aber API für diejenigen, die noch nie Bahnabfragen gemacht haben, das sind Programmierschnittstellen, wo Daten rausfallen auf der anderen Seite. Und wie wir sehen, je mehr offene Daten wir haben, desto praktischer wird es auch nachhaltig mit dem Zug zu reisen. Mit einem ähnlichen Projekt, nämlich an Daten ranzukommen, um nachhaltig mit dem Zug zu reisen, hat sich auch die folgende Gruppe beschäftigt. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür. Jugendhakt ist gewachsen. Manche reisen vornehmlich mit der Bahn von Event zu Event und damit reisen auch Projekte von Event zu Event. Der Fahrplan-Datengarten ist eines, das in Berlin beim letzten Jugendhakt schon angefangen hat und jetzt hier in Ulm gemeinschaftlich mit Menschen, die schon dabei waren und Jugendlichen, die neu zum Projekt dazugekommen sind, weiterentwickelt worden sind. Und was sie jetzt hier in Ulm gemacht haben, erzählen euch jetzt Anton, Florian, Leo und Simon. Willkommen zu unserem Projekt Fahrplan Datengarten. Es wurde schon in Jugendhack Berlin begonnen und ja. Das Problem ist, man hat ein Format, jede Schnittstelle, die man so kennt, hat immer ein anderes Format. Man hat Probleme, die Verspätungen mitzubekommen. Es gibt tausende verschiedene Apps, um abzufragen, ist jetzt der Zug da, kann man da reservieren und ganz viele andere Sachen. Ja. Und es ist nur eine Verkehrswende möglich, wenn die Züge sehr verlässlich werden und man so wie in ein Auto einfach so einsteigen kann. Unsere Motivation war, dass es halt durch verschiedene Apps sehr kompliziert wird, Bahnverbindungen und sowas zu finden und zu sehen, ob der Zug zu spät kommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfacher. Unsere Lösung ist, dass wir eine Sammelstelle von Daten, Bahnhöfen und Verspätungsdaten machen. Die Bereitstellung soll natürlich ein freies Open-Source-Format sein und ein Ausfüllassistent für Fahrgastrechtformulare. Die Daten, die wir benutzen, sind einmal von der Deutschen Bahn aus HFAS. Das ist das System, wo alle Fahrpläne gespeichert werden, auch mit den Live-Daten. Es steht für HACON Fahrplan-Auskunftssystem. Und diese Schnittstelle ist nicht die schönste. Das Problem ist, sie ist eigentlich eher intern für interne Zwecke gedacht. Sie wird auch vom DB Navigator benutzt. Und damit kommen wir zu unserem Problem bei Bahndaten. Bei Bahndaten haben wir ein großes Problem, dass es häufig gedacht wird, wie das Urheberrecht, nur die Deutsche Bahn darf diese Daten verwenden. Sie haben ein Urheberrecht drauf, aber das haben sie nicht. Die Daten müssen öffentlich sein, damit mehr Bahn gefahren wird, damit diese Daten frei verwendet werden können. Und darauf baut unser Projekt auf. Damit wir auch nicht nur von der Deutschen Bahn, sondern auch von anderen Verkehrsgesellschaften die Daten zusammenführen können, haben wir die Station von Trainline. Trainline bietet an, die ganzen verschiedenen Verknüpfungen zwischen Bahnhöfen der verschiedenen Verkehrsbetriebe jeder Verkehrsbetrieb hat einzelne IDs für ihre Bahnhöfe und Trainline verknüpft diese. Als Technologien für unser Projekt haben wir Django und Celery verwendet. Django ist ein Webframework, das auch gleichzeitig die Datenbank, macht und Celery sorgt dafür, dass wir immer die aktuellsten Daten der Bahn haben. Ich würde jetzt ein bisschen zur Demo kommen. Ich fange mit dem Teil, den wir in Berlin gemacht haben, an. Und zwar haben wir dort diese Statistik gebaut, die die aktuellen verspäteten Züge, die auf der Strecke unterwegs sind, analysiert. Und hier steht zum Beispiel auch ein ICE, der verspäteste ist. Das sind ein bisschen alte Daten. Das ist, glaube ich, nicht ganz aktuell, dass 11 Minuten aktuell die größte Verspätung ist. Was wir dann noch gemacht haben, das ist hier dieses Fahrgastrechte-Formular-Ausfüllassistent, denn das sind sehr, sehr lange Formulare, die kann ich ausfüllen, wenn ich Verspätungen größer als 60 Minuten hatte und dann kann ich einen kleinen Teil vom Fahrpreis, also ab 60 Minuten 25% zurückbekommen. Und da muss man sehr, sehr viele Daten immer raussuchen und zusammensuchen und da eintragen. Das ist immer sehr umständlich. Deswegen habe ich gedacht, wenn wir jetzt schon so eine Datenbank mit den ganzen Verspätungen und den ganzen Zügen haben, können wir das ja nutzen und das viel einfacher machen. Man kann einfach das aktuelle Datum und den Zug angeben. Wenn ich jetzt auf Weitergehe, dann werden mir die Stationen des Zuges angezeigt.
Und da kann ich jetzt was auswählen. Und wenn ich jetzt hier mal weitergehe, so, dann fällt da hier gleich das ausgefüllte Fahrgastrechteformular mit den, auch mit den aktuellsten Verspätungsdaten, die wir haben, raus. Der Teil, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigt haben, ist die Datenverarbeitung. Das ist nichts, was man sich wirklich gut anschauen kann. Aber wir wollen diesen offenen Datensatz, den wir generieren, auch in dieser Oberfläche namens DigiTransit verfügbar machen. Die macht das nämlich viel, viel einfacher, weil im Bahnnavigator muss ich ja immer genau wissen, wie heißt jetzt diese Station. Und hier kann ich einfach auf zwei Orte auf der Karte klicken und sagen, ich will irgendwie von hier nach irgendwo ganz anders. Dann kann ich hier hinklicken und sagen, da will ich hin. Und dann fallen mir da automatisch die Verbindungen raus. Das ist halt viel, viel einfacher zu benutzen als zum Beispiel der DB-Navigator. Und wir haben das Ganze auch so gebaut, dass sich das super leicht durch Plugins erweitern lässt. Damit komme ich auch gleich zum nächsten Punkt. Unser Code ist, wie das für so ein Jugendhackprojekt sich natürlich gehört, offen verfügbar. Und wenn ihr wollt, dass von dem Verkehrsbetrieb bei euch in der Stadt die Fahrplandaten und auch die Live-Daten hier verfügbar sind, dann wäre es doch super toll, wenn ihr programmieren könnt, dass ihr dann so ein Plugin schreibt, dass die Daten auch von allen anderen Leuten genutzt werden können. Und damit sage ich herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.